Hello Family. Ich möchte euch gerne zeigen oder erzählen, wie wir in Rainbow Gatherings eine Talking-Runde gestalten. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Ich habe dazu keine Ausbildung bekommen oder sowas, aber ich weiß ungefähr so die Basisregeln. Ich möchte euch das hier gerne als Form eines Videos präsentieren. Weil dann, falls wir die Runde noch zusammenkriegen, bevor ich wieder weg bin, können wir uns diese Zeit sparen und ich brauche das nicht nochmal neu erzählen. Deshalb mache ich es jetzt per Video. Und ich hoffe, dass das jeder von euch vorher euch anschaut, dass das jeder sieht vorher. Dann sparen wir uns halt Zeit. So, als erstes mal verabreden sich die Leute, die in dem Zirkel, in dem Kreis mitmachen wollen, die verabreden sich zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, wo man im Kreis sitzen kann. Das ist dem Namen geschuldet, dass man das im Kreis macht. Ne? Dann gibt es für den Zirkel, soll es einen Moderator geben, der den Zirkel, der den Raum hält für den Zirkel, der kurz eine Anleitung gibt, so wie ich das jetzt gerade tue, und der die Regeln festlegt. Das sollte dann jemand sein, der das tatsächlich kennt. Da gibt es zum Beispiel so einen Gegenstand, das ist jetzt Palo Santo, aber man kann das als Talking Stick nehmen, theoretisch, oder ich habe hier auch noch einen anderen, einen größeren, damit das auch jeder sieht, wer den gerade hat. Zollstock oder irgendwas, was ihr da gerade so findet. Kann auch ein Ball sein oder irgendwas. Dann einigt man sich darauf, oder beziehungsweise jeder sollte es gibt so ein paar Regeln, die man da zu beachten hat. Und jeder im Kreis sollte diese Regeln akzeptieren, sonst dürfte er nicht im Kreis mit dabei sein. Ganz wichtig. Das heißt zum Beispiel, derjenige, der den Talking Stick in der Hand hat, der redet, der darf reden. Und das bedeutet, dass alle anderen zuhören dürfen. Ganz wichtig. Es ist egal, was derjenige erzählt, es wird kein Kommentar abgegeben. So für mich, oh, schon wieder. Oder mit den Augen gerollt oder sowas. Das kann ich mir manchmal auch nicht verkneifen. Aber ja, es ist halt, wir sind halt Menschen und ja. Aber kein Kommentar bitte. Das ist ganz wichtig. Was ich gut finde, wir machen das tatsächlich so, ich weiß nicht, ob es eine Regel ist oder ob das tatsächlich erlaubt ist, wenn jemand etwas sagt, ich würde das gerne so und so machen und man geht damit in Resonanz, man findet das genauso gut. In Resonanz heißt, man kriegt zum Beispiel Gänsehaut, so, das fühlt sich gut an. Dann darf man sagen, aho. Das heißt, derjenige, der am Reden ist, der kriegt eine Zustimmung. Das bestärkt denjenigen, damit er weitermachen kann. Das gibt Kraft, das bestärkt denjenigen. Wenn er merkt, dass in dem Kreis noch welche derselben Meinung sind. Gerade wenn man kritische Themen anspricht, und deshalb setzen wir uns höchstwahrscheinlich zusammen, weil es da kritische Themen gibt, und dann ist das ganz gut, wenn derjenige, der am Sprechen ist, auch Zustimmung bekommt. So. Die mit dem, was der da gesagt hat, nicht einverstanden sind, die sollten sich in Schweigen hüllen, weil ansonsten müssten sie nach Aufforderung des Moderators den Kreis verlassen. Und das ist dem ganzen Kreis nicht hilfreich. Aber es ist trotzdem notwendig, so einen Menschen dann aus dem Kreis zu nehmen. Weil dieserjenige ansonsten die Ruhe des Kreises stört oder die Magie des Kreises. Wenn der Talking Stick runtergelegt wird, also wenn ich als Redner den Talking Stick vor mich hinlege, dann dürfen mir Fragen gestellt werden. Das heißt, am Anfang hab ich den in der Hand und möchte was Wichtiges sagen, und zwar meine Position. Zum Beispiel, ich möchte, dass die Zuhörer im Kreis gerade aufmerksam sein sollen, damit sie mitbekommen, was ich zu sagen habe. Dann behalte ich den in der Hand. Lege ich ihn runter, dann können Fragen gestellt werden. Mit Handzeichen, wenn man eine Frage stellen will, mit Handzeichen. Und der Redner,
der sagt dann, du darfst mir die Frage oder was möchtest du sagen? Nicht dazwischen plappern. Das ist nicht die Idee des Kreises. Sondern, also den Stick hinlegen und dann dürfen die Fragen stellen. Wenn es so einen Diskussionscharakter hat, wenn es da, ne, das werdet ihr dann sehen, wo ihr das zulasst, wann gibt es eine Frage. Vielleicht kann ich es ja auch vormachen, wenn ich die Intention dazu habe, das mal so zu zeigen. Es dürfen jederzeit Verständnisfragen gestellt werden. Auch wieder die Hand heben und warten, bis der am Reden ist, der den Talking Stick hat, die Frage hören will. Ne? Wenn es eine Verständnisfrage ist, wenn ich zum Beispiel sage, irgendwas über Computer oder sowas, irgendwas, so ein Fachbegriff rausschmeißt, wo ihr nicht wisst, wovon ich rede. Was weiß ich, ein Upload. Weiß vielleicht, mittlerweile wissen das wahrscheinlich alle, aber ne, wenn das jetzt nicht so der Fall ist, oder es sind Menschen mit im Kreis, die der deutschen Sprache nicht hundertprozentig mächtig sind, die dürfen dann nachfragen. Und hier, was meinst du denn jetzt damit? Und so, in welchem Kontext benutzt du dieses Wort? Ne, zum Beispiel, kennt ihr diese Teekesselchen, so doppeldeutige Wörter? Da kann man eine Verständnisfrage stellen. Bitte warten, bis ihr aufgefordert wird zu antworten, zu fragen. So, dann, wenn ich fertig bin mit meinem Vortrag oder mit meiner Idee, mit dem, was ich so zu sagen habe, dann sage ich auch kurz Aho, dann weiß jeder, ich bin fertig, dann gebe ich den Stick an den weiter, der links neben mir sitzt. In meinem Kreis geht das rum. So. Dann habe ich als Redner, weil ich einen Talking Stick abgegeben habe, habe ich auch meinen Mund zu halten. Selbst wenn der neben mir sitzen würde und mich persönlich angreift, von wegen, was hast du denn da gerade für eine Scheiße erzählt, sollte ich mich raushalten, sondern einfach nur zuhören. Mit dem Scheiße erzählen, da komme ich jetzt zu. Wir halten das immer so, dass wir gewaltfrei kommunizieren. Das bedeutet, wir bleiben in der Ich-Botschaft. Wir nennen keinen Namen, weder von den Anwesenden noch von Menschen, die nicht im Kreis sind. Keine Namen, sondern immer nur das Versuchen, was man selber fühlt, zu beschreiben aus der Ich-Perspektive. Also nur ich sollte nur von mir reden. Ich gebe da gleich mal ein Beispiel. So, dann, was war denn noch für eine Regel? Ah ja. Sollte jemand dazukommen im Kreis und sich, meinetwegen, ich habe jetzt den Talking Stick und er setzt sich hier neben mich, dann hat derjenige eine Runde auszusetzen mit dem Talking Stick. Weil der weiß ja gar nicht, worüber wir reden. Der hat dann erstmal eine Runde zuzuhören. Wer den Kreis verlassen möchte, darf das tun, sobald er den Talking Stick in der Hand hat. Also das sind jetzt die krassen Regeln, so sollte man sie eigentlich durchführen. Es kann sein, dass das einfach mal, ich stell mir gerade vor, da ist irgendwas, was mich betrifft und mir kocht langsam die Wut hoch und ich muss den Kreis verlassen. Dann kann ich das natürlich tun, bevor ich explodiere. Ne? Wenn wir aber uns dazu entschließen, sollten tatsächlich gewaltfrei zu kommunizieren, dann kommt das wahrscheinlich gar nicht hoch, dieses Gefühl, weil man wird ja nicht direkt angesprochen. Und es werden keine Trigger genutzt. Also man drückt nicht auf unsere Knöpfe und schon können wir das einfach aus einer anderen Perspektive sehen. Ja, deshalb nicht direkt sagen, zum Beispiel, ja, der ist jetzt schuld, dass das da und ne. Das ist nicht zielführend, weil wenn ich mich angesprochen fühle, also direkt angesprochen fühle, dann oder dass man über mich redet, dann würde mir wahrscheinlich die Kinnlade wegfallen und ich würde erstmal wütend werden und dann würde ich den Kreis stören durch meine schlechte Energie. Und da habe ich jetzt gerade über mich geredet und nicht über jemand anders. Habt ihr verstanden den Unterschied? Ich mache noch ein anderes Beispiel. Genau. Ich habe das schon erlebt mit euch.
Ich bin später gekommen, es war schon dunkel, es war schon Feuer an, es war eine total schöne Stimmung dort. Ich bin angekommen, hey, ja, bist ja auch da. Da fühle ich mich erstmal wohl. So bin angenommen. Dann drückt mir noch einer ein Bier in die Hand und fragt, hast du Durst? Ja, klar, gib mal. Dann sitze ich da so und mir wird eine Trommel in die Hand gedrückt. Müsste mal mit der Trommel spielen. Und dann fühle ich mich total angenommen. Dann ah, ja, man sieht mich und man möchte, dass ich spiele. Das finde ich so schön. Na, auch wenn man sagt, hier willst du mal eine große Trommel spielen, weil ich ja diese kleine habe. Und finde ich immer eine Wohltat. Das finde ich schön. Das ist Familie. Das ist Zusammenhalt. Das finde ich total schön. Da fühle ich mich wohl. Ein anderes Beispiel. Ich bleibe immer in der Ich-Botschaft. Versuche ich zumindest. Ein anderes Beispiel. Ich sehe, dass da Holz nachgelegt werden muss beim Feuer. Wir haben ja im Rainbow so eine Regelung, und die finde ich total toll. If you see a job, take it, it's yours. Das heißt, wenn du was siehst, was getan werden muss, machst du es gleich selber. Du könntest versuchen, einen anderen davon zu überreden, aber das ist alles Energieverschwendung. Man kann das gerade eben selber machen. Ne? Hier liegt man, da ist das Feuer, hier liegt ein Stück Holz, rein damit, bums, fertig. Ne? Gar nicht erst jemand fragen, kannst du mal was nachlegen oder? Tut gar nicht Not. So. Wenn dann jemand herkommen sollte und sagt, warum machst du denn das? Dann fühle ich mich wirklich bescheuert, weil ich mich rechtfertigen müsste. Ich wurde dazu aufgefordert, mich zu rechtfertigen. Finde ich blöd. Na? Verstanden? So, ich bleib bei mir. Ich habe nicht gesagt, wer da irgendwie was. Ne? So. Fühlt sich nicht gut an. Nun bin ich selbstbewusst genug. Ich bin schon keine 50 mehr. Was ich tue, ich weiß, was ich da tue. Na? Ich habe es nur jetzt gerade hier. Ich wohne hier bei der Werkstatt, bei der Autowerkstatt. Und da habe ich das neulich gehabt. Ich habe meine Bremsen gemacht von dem Ford. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich die Bremsen mache. Dann kam der Vogel kam an und das musst du so machen, musst du so machen. Da habe ich gesagt, nee, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall hat das voll genervt. Das mag ja sein, dass der mehr Ahnung hat wie ich, weil er schon die Werkstatt hier schon ewig hat, aber ich fühle mich erstmal, ich fühle mich, wie soll ich das sagen, wie ich mich da fühle? Ich finde das dumm, dass der sowas macht. Also das brauche ich nicht. Ich habe, oder wenn ich nicht weiter weiß, dann möchte ich gerne fragen. Aber nicht, dass mir das ständig jemand erzählt, wie ich das machen soll. Wenn ich nicht selber diese Erfahrung mache, dann lerne ich das doch gar nicht. Ich muss doch die Möglichkeit haben, Dinge selber auszuprobieren. Wir sind doch kreative Menschen. Und da muss keiner daneben stehen, der mir sagt, wie ich das machen soll. Wenn ich ihn frage, kannst du mir mal zeigen, wie man die Schraube loskriegt, oder? Na? Dann zeigt er mir das, oder dann sagt er mir das. Und dann versuche ich es vielleicht und kriege sie nicht ab. Und dann kann ich nochmal fragen. Immer, entschuldige, dass ich dich schon wieder störe. Kannst du mal versuchen oder mir zeigen, wie man die Schraube loskriegt? Und dann kommt er vielleicht an, ja, du musst ein Rohr draufstecken, hast eine Verlängerung, hast einen größeren Hebel und so. Na? Sowas. Weiß ich natürlich ja selber, ich habe Schlosser gelernt. War jetzt ja nur ein Beispiel. So, dann sitzt man zum Beispiel in dem Kreis und das dauert zu lange, weil es gibt Menschen, die sich gerne selber reden hören. Ne? Ich gehöre auch dazu, gebe ich dazu. Da sollte man halt die Redezeit da sollte man sich vorher einigen, wie viel Redezeit man gibt. Ich denke mal, so 2 Minuten sollten völlig ausreichen, um zumindest mal ein Thema anzuschneiden. Ne? Man muss ja nicht gleich 5 Themen auf einmal in den Raum werfen. Man kommt ja nochmal dran. Der Kreis geht ja, der Talking Stick geht ja ein paar Mal rum. Und wenn jeder nur 2 Minuten macht, bei 10 Leuten sind es 20 Minuten. Dann hat man nach 20 Minuten wieder den Talking Stick. Also ein Thema und kurz halten. Ich habe das so, nur an so ein Beispiel, ich nenne da keinen Namen. Da hatten wir einen Talking Stick gehabt auf irgendeinem Gathering.
Und jedes Mal, wenn der Mensch mit dem Kreis war, hat er gesagt, ah, ich bin der so und so und der Name ist so und so entstanden. Dann hat er da so eine lange Story draus gemacht, nur über seinen Namen. Und dann ist schon mal eine Minute weg. Ja. Dann habe ich dann gesehen, so, ja, glücklicherweise bin ich nicht mehr so in meinem Ego. Ich muss das nicht mehr. Aber das ist schon wieder wertend, ne? Also, was ich da nicht mit sagen wollte, ja, versucht nicht so zu werten, wie ich das gerade gemacht habe. Das ist den sein Problem, wenn er seine Redezeit dadurch kürzt, dass er über sich selber reden muss. Sondern ja, so am Thema vorbei quasi. Und ja, also sollte man, da kann auch jemand sitzen und auf die Uhr gucken, ne? 2 Minuten sind um und gibt hier so Handzeichen, so Stopp. Oder noch 30 Sekunden, oder keine Ahnung, irgend sowas. Kann man sich vorher darauf einigen. Vor allem nur ein Beispiel, wir haben auch schon Runden gehabt, wo wir keinen Talking Stick hatten, weil es war eine überschaubare Menge und da waren drei Tandra-Lehrer waren dabei. Unter uns Tandra-Lehrern wollten wir einen Talking Stick haben, aber dann haben andere Leute es mitgekriegt, die fanden das Thema auch interessant, dann war der Raum offenbar voll. Das Tippi in dem Fall war offenbar voll und naja, okay. Ist eine größere Runde geworden, aber trotzdem sehr, sehr hilfreich und das Universum schickt die Leute da auch hin, dass sie dann auch was da sagen. Aber ich schweife ab. Was ist denn noch ganz wichtig? Ja, genau. Da sagt jemand was, schmeißt ein gewisses Thema in den Raum. Und dann überlegt man sich, oh, ich würde da jetzt so gerne was dazu sagen. Oh, und dann merke ich mir das, oh, ich muss unbedingt das sagen. Und mache mir Notizen vielleicht und so. Der beste Weg wäre, erstmal allen zuhören, einfach mal die Chancen zu nutzen, zuzuhören. Diese Chance geben wir uns ja selber gar nicht. Wir wissen gar nicht, wie der andere denkt. Wir sagen immer nur, der denkt bestimmt dasselbe, oder wir sind bestimmt alle der Meinung. Nein, das ist nicht so. Das wird man dann rausfinden, wenn ihr zuhört. Also wenn wir zuhören, wenn ich zuhöre, dann finde ich raus, wie der andere tickt, was er gerne möchte, was seine Bedürfnisse sind. Wenn ich nicht zuhöre, kann ich nichts lernen. Dann lerne ich den Menschen nicht kennen. Dann weiß ich nicht. Dann mache ich immer wieder dieselben Fehler. Und in dem Kontakt mit demjenigen. Ne, wird mir immer wieder passieren. Wenn ich nicht weiß, wenn ich ihm nicht zuhöre. Und dann wiederholen sich die Dinge. Immer wieder erholen sich die Dinge, bis wir das dann endlich kapiert haben. Ach. Ich nehme mich da auch nicht raus. Ich bin auch noch lernfähig und ich muss auch noch Dinge lernen. Also so ist das nicht. Also, was man dann machen kann, wenn man hört zu und entspannt sich da rein und überlegt sich nicht, ich müsste das jetzt und das jetzt sagen, sondern wenn der Talking Stick von dem Menschen rechts neben dir, wenn er denn zu dir kommt, dann hast du die Chance und sagst und kannst erstmal die Augen schließen und horchst in dich hinein, um zu überlegen, was du denn sagen möchtest. Selbst wenn du nichts zu sagen hast und 2 Minuten den Stick in der Hand hältst, ist es dein Recht, das zu tun. Das ist quasi dann die Schweigeminute, die manchmal ganz wichtig ist. So, was gibt es noch? Ja, das waren so die hauptsächlichen Sachen. Und ich glaube, ich hätte alles auf den Punkt gebracht. Ansonsten schmeißt ihr noch was in die Kommentare rein. Ja. So, ich habe schon einige Sachen dadurch erzählt, aber ich habe noch niemanden angegriffen. Das ist gewaltfreie Kommunikation. Musste ich selber erst lernen, weil ich in Portugal da mal Schwierigkeiten hatte mit einer Mitfahrgelegenheit. Und das war alles andere als gewaltlos. Das war verbale Scheiße war das und ist in körperliche Gewalt ausgeartet. Das können wir verhindern, indem wir gar nicht erst mit verbaler Gewalt arbeiten. Da wird jeder sagen, aber ich bin doch gar nicht gewalttätig, wenn ich was sage. Und doch. Selbst Gedanken können schon gewaltvoll sein.
Selbst die Gedanken können schon gewaltvoll sein. Ein Beispiel, damit das deutlich ist. Ich war auf einem Karma-Cleaning-Retreat in einem buddhistischen Kloster am Bodensee. Dort haben wir gelernt, wie wir Karma abbauen. Zum Beispiel, ja, wir bauen ja schlechtes Karma auf, indem wir schlechte Dinge tun, zum Beispiel Fleisch essen. Ist nicht gewaltlos. Ne? So. Es gibt Ausnahmen, wo man Fleisch essen sollte oder darf, ne? Bevor man verhungert. Bevor man im Winter verhungert, darf man ruhig Fleisch essen, also jagen gehen. Und wenn man sich dann beim Tier bedankt, ist alles okay. So sagt man. So sagt man auch im Yoga. Da gibt es diese Ahimsa-Regelung, die Gewaltlosigkeit. Das ist eine ganz wichtige Regel. Finde ich gut. So, und da ist auch das Denken ist da auch drin. Dass wir nicht gewaltvoll denken. Ich sehe das immer bei einem Freund, der sagt dann immer, oh, diese Politiker, die können dich alle. So. Ich sage, hey, pass mal auf. Das würde ich nicht sagen. Du baust gerade schlechtes Karma auf. Das kommt irgendwann zurück. Und ja, und das habe ich halt in dem buddhistischen Kloster gelernt, dass wir selbst die Gedanken, wenn wir schon hier uns vorstellen, oh, könnte meinen Chef erwürgen, das machst du so im Gedanken, dann erzeugst du schon ein schlechtes Karma. Das ist schon gewaltvoll. Wenn du jemandem was Schlechtes wünschst, das ist gewaltvoll. Weil das vibrierst du, das sendest du in die Welt und andere Leute können das spüren. Es gibt ja diese Idee, dass Menschen Gedanken lesen können. Das ist nicht wirklich so, dass sie Gedanken lesen können, aber sie spüren das. Sie spüren diese Ausstrahlung, wenn sie feinfühlig sind. Und deshalb sind feinfühlige Menschen in der Großstadt auch ganz gefährdet. Also ich kenne feinfühlige Menschen, der eine ist aufs Land gezogen und kriegt sogar Cannabis gestellt von der Krankenkasse, damit er entspannen kann, weil der feinfühlig ist und sich den ganzen Scheiß reinzieht, der hier so passiert. Der kann nicht in der Stadt leben. So. Ich wollte noch was sagen. Was war denn das? Habe ich selber einen Faden verloren? Muss ich mal kurz suchen, wo der hin ist. Ja, genau. Ich war beim Karma Cleaning Retreat. Da haben wir zum Beispiel gelernt, zu vergeben. Ganz wichtige Übung. Fand ich total wichtig. Und zwar den Menschen im Außen vergeben und mir selber, dass ich in der Opferrolle war. Auch ganz wichtig. Und da habe ich halt dann gelernt auch, dass wir, wenn wir positiv denken, in Liebe sind, also hier öffnen, das Herz öffnen und in Liebe sind, dann sind wir unangreifbar. Dann sind wir sakrosankt, nennt sich das. Unantastbar, wenn wir in der Liebe sind. Und wenn wir dann aber Stress ausgesetzt sind, weil ein Mensch im Außen gewaltvoll ist, wenn wir zum Beispiel Facebook aufmachen, weiß ich schon, dass ich gleich wütend werde, weil da so viel Mist gepostet wird. Wir hätten die Corona-Pandemie, die hätten wir schon längst hinter uns, wenn nicht jeder immer wieder das Thema neu auf den Tisch packt, immer wieder neu, oh, jetzt wird das gemacht, jetzt wird das gemacht. Solange wir den Löwen füttern, brüllt er. Ja, also da habe ich gelernt, auch schlechte Gedanken haben schon Gewalt in sich, Gewaltpotenzial. Und da habe ich hier gerade noch ein Beispiel. Wir sehen Bilder von Demonstranten, die war gerade in Kanada, die mit dem Pferd überrannt werden, wo dann die Polizei einfach draufhält. Also das ist so, war das, so habe ich es interpretiert oder so sollte man das interpretieren, wenn man das Bild gesehen hat. Vielleicht war das auch nur ein Unfall, kann ja auch alles sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird das so von den Medien so aufgebauscht, dass da die Polizisten jetzt gewaltvoll sind. Und das hat mir einer gesagt und der sagt, er wird gleich zurückhauen. Und da müssen wir aufpassen mit solchen Aussagen. Wenn du in der Situation bist, darfst du Notwehr anwenden. Fakt. Darfst du. Auch bei der Polizei. Das sind auch nur Menschen.
ob du damit erfolgreich bist, das haben wir da so hingestellt. Ne? Die sind manchmal gut ausgerüstet, ich habe gute Kampfsportausbildung. Und wenn man nicht gerade nüchtern ist und auch den Kampf durchstehen könnte, es gibt ja welche für uns, die haben Kampfsport gemacht, dann hat man da wahrscheinlich schlechte Karten. So, sollte man vorsichtig sein, ne? Die haben Waffen. Aber was ich gesehen habe, ist, dass wenn derjenige einfach nur seine Gewalt rauslässt, seinen Hass rauslässt und darüber redet, anstatt zu handeln, ne? das sind, darüber reden, das ist das damit erzeugt der Gewalt. Ne? Zum Beispiel, mich triggert das, dass ich solche Menschen kenne, die einfach über Gewalt reden. Triggert mich, weil ich dann möchte ich gerne mal drüber nachdenken, warum tut er das? Oder möchte ich am liebsten gewillt sein, dem zu sagen, dass Gewalt gegen Gewalt erzeugt und dass es so eine Gewaltspirale entsteht und deshalb haben wir Kriege. Aber dieses Belehren, sollten wir auch nicht machen, so wie ich das gerade erzählt habe. Dieses Belehren ist total unnötig. Wenn wir einfach so sagen, ja, das wird das schon mitkriegen irgendwann, dass er damit total fehlläuft. Das wird er schon irgendwann mitkriegen. Das sieht er dann hinterher in seinem Außen, dass das alles schief läuft, weil er so gewaltvoll ist. Ne? Aber wir sind Menschen und wir machen Fehler. Aber diese Fehler, das muss ich noch dazu sagen, das ist nämlich total interessant. Ich bin ja eigentlich nur Maschinenschlosser, habe Realschule nur und habe aber irgendwann Informatik studiert und zwar im Selbststudium. Und ich habe viele, viele Fehler gemacht. Und durch diese Fehler habe ich gelernt. Also, macht ruhig Fehler. Solange ihr niemandem wehtut, dürft ihr diese Fehler machen. Wenn ihr jemandem wehtut, wisst ihr, das ist schon ein Fehler. Also da muss man nicht, diese Erfahrung muss man nicht machen. Das macht man einmal und dann, ach ja, das hat mir jetzt selber wehgetan, dass ich den wehgetan habe. Das heißt ja auch, du kannst keinen Menschen schlagen, ohne dir selber weh zu tun. Ich habe immer gedacht, ja, ich tue mir ja die Hand weh in dem Moment. Ne? Ja, stimmt, das ist auch schon Gewalt gegen sich selber. Aber die Gewalt gegen sich selber ist ja auch, ich schlage jemand anders und ich weiß, der wehrt sich irgendwann und habe vielleicht Angst, dass der sich jetzt, oh, hoffentlich wehrt er sich nicht jetzt, und weil ich ihn ja geschlagen habe. Ne? Auch ganz wichtig, dieses schlechte Gewissen, das hat mich mal fast aufgefressen, das schlechte Gewissen. Kommt aus meiner Jugend, wo ich 15 war. Da habe ich eine Mofa verschwitten lassen. Meine Mofa, die war ein Jahr nur alt und war total verrostet, weil sie draußen stehen musste. Dann habe ich gedacht, nee, die muss weg. Ja, so. Beziehungsweise hat mich ein Kumpel gefragt, sag mal, willst du die nicht verschwinden lassen? Ich nehme dir ein paar Teile ab und so. Chris, ich weiß nicht, ob er mir dafür was geboten hat, ich glaube schon. Und dann haben wir es verschwinden lassen. Das ist glücklicherweise jetzt verjährt, deshalb kann ich darüber reden. Aber ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das heißt, könnt ihr euch bestimmt vorstellen. Und da war das schlechte Gewissen war schon Strafe genug für mich. Und denn schlimmer ist, ich hatte Konfirmation und das ganze Konfirmationsgeld habe ich dazu verwendet, oder meine Mutter hat es dazu verwendet, das der Versicherung zurückzugeben, damit ich wieder frei bin von diesem schlechten Gewissen. Das war teures Lehrgeld, was ich da bezahlt habe. Aber ich habe diese Erfahrung gemacht und jetzt bin ich davon befreit. Und das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Ihr müsst kein schlechtes Gewissen haben. Wenn ihr gewaltlos bleibt, müsst ihr kein schlechtes Gewissen haben. Außer es ist jemand in Not und dem müsst ihr helfen. Notwehr. Wenn ihr selber in Not seid, ihr müsst euch selber helfen. Und wenn ihr seht, dass jemand anders in Not ist, müsst ihr dem auch helfen. Das ist eure Pflicht. So, jetzt habe ich aber viel zu viel schon erzählt. Ich sehe gerade, die halbe Stunde ist fast rum. Ich hoffe, dass wir den Talking-Zirkel noch machen können. Ich hatte das angeboten, dass ich den Raum halte und es moderiere. Wenn ich das schon ein paar Mal gemacht habe. Ich habe das mal auf der Uni gelernt. Einfach Workshops moderieren und so. Und es ist noch gar nicht so lange her, weil ich erst mit 48 zur Uni bin. Ja. Das war es eigentlich schon. Ich könnte euch jetzt noch ein Lied spielen auf der Gitarre, aber mache ich nicht. Keine Angst. Okay. Dann danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Namaste. Oder wie wir Rainbow sagen, Aho. Habt eine schöne Zeit, macht einen schönen Zirkel. Und
guck, hört den anderen zu, was sie zu sagen haben, ganz wichtig, sonst versteht ihr nicht, was das schief läuft. Und bleibt bei euch, bleibt bei den Lichtbotschaften. Ciao.